In dieser Lerneinheit kehren wir nochmal zu Google zurück, und zwar zu der Spezialsuchmaschine Google Scholar, der Wissenschaftssuchmaschine von Google. Und ich möchte aber das Ganze nochmal in den Kontext einordnen, und der Kontext sind die Spezialsuchmaschinen. Wir hatten ja Spezialsuchmaschinen schon mal bei der allgemeinen allgemeinen Google-Suche kurz besprochen. Spezialsuchmaschinen sind alle Suchmaschinen, die sich auf eine bestimmte Art von Inhalten oder auch auf eine bestimmte Art von Dateitypen beschränken. Sie sehen hier das typische Google-Suchformular, und Sie können dann, wenn Sie auf der Trefferseite sind, entweder alle auswählen. Das ist diese wilde Mischung aus Ergebnissen aus unterschiedlichen Suchmaschinen oder Teilen der Suchmaschine, die wir bei Google kennen. Wir können die Suche beschränken auf Maps, also die ganzen Landkarten, auf Videos, Shopping, Bilder, und dann gibt es immer noch mehr, und hinter dem Mehr steht, je nachdem, was die Suchanfrage war, unterschiedliches. Wir können alle diese Spezialsuchmaschinen gesondert anwählen, und also wir können entweder nach der Eingabe der Suchanfrage, also auf eine bestimmte Kollektion, die hier angezeigt ist, beschränken, oder wir können von vornherein sagen, dass wir auf eine bestimmte Kollektion beschränken möchten und gehen dann direkt da rein. Das hatten wir uns ja schon bei der Bildersuche angeguckt, und ich möchte jetzt einmal rübergehen ins Beispiel. Hier habe ich die Startseite von Google Videos aufgerufen. Google Videos ist, wie der Name ja schon sagt, die Spezialsuchmaschine von Google für Videos. Das sollten wir nicht verwechseln mit YouTube, was ja auch zu Google gehört. YouTube enthält aber nur die Videos, die tatsächlich bei YouTube hochgeladen wurden, während Google Videos Videos aus ganz unterschiedlichen Quellen enthält. Ich zeige Ihnen das einmal am Beispiel und gebe mal wieder unsere Standardsuchanfrage Granularsynthese ein. Und wenn wir uns das hier jetzt anschauen, dann haben wir hier unten immer die Quelle stehen, und Amazona gibt es hier, es gibt natürlich auch YouTube, aber es gibt auch andere Quellen. Und Sie sehen also, dass Sie mit dieser Suche schon mehr erreichen können, als wenn Sie nur bei YouTube suchen würden. Also einfacher Tipp schon mal für die Videosuche. Ich würde nicht bei YouTube unbedingt suchen, sondern ich würde Google Videos eher verwenden. Sie haben eine viel breitere Auswahl von Videos hier. Was wir auch schon bei den anderen Spezialsuchmaschinen gesehen hatten, ist, dass Sie immer die Möglichkeit haben, nachdem Sie eine Suchanfrage abgeschickt haben, die sogenannten Suchfilter zu verwenden. Wenn ich die anklicke, dann habe ich eben verschiedene Möglichkeiten, die Suche einzuschränken. Und zwar nicht nur die Möglichkeiten, die Sie bei der Standard-Google-Suche haben oder in der erweiterten Standard-Google-Suche, sondern Sie haben hier Beschränkungen, die sich speziell auf die Inhalte der Spezialsuchmaschine beziehen. Also zum Beispiel bei Videos kann das die Dauer sein, es kann die Aufnahmequalität sein. Sie haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, nach Videos einzuschränken, die Untertitel haben, oder Sie sehen hier die unterschiedlichen Quellen, die in diesem Ergebnisset für diese Suchanfrage enthalten sind, und könnten jetzt ganz leicht einschränken auf Videos, beispielsweise nur von dieser einen Quelle, wenn Sie wissen, dass das eine gute Quelle für Videos in dem Bereich ist. So, das soll es aber schon gewesen sein mit der Videosuche. Wir möchten uns ja eigentlich beschäftigen mit Google Scholar, also mit wissenschaftlichen Inhalten. Und dazu wechsle ich einmal rüber und möchte Ihnen ein bisschen ausführlicher erklären, was Google Scholar ist, was da drin ist und wie wir damit suchen können. Es ist, wie gesagt, die Spezialsuchmaschine für wissenschaftliche Inhalte von Google. Und die Idee ist, dass man Inhalte aus allen Fachgebieten dort finden kann und die Suche so einfach funktioniert, wie das bei Google der Fall ist. Wir hatten ja schon über verschiedene wissenschaftliche Suchen gesprochen, Bibliothekskataloge, die DABI und Lista-Datenbanken. Und Sie haben dort gesehen, dass die Suchfelder weit komplexer sind als dieser eine Suchschlitz, den Sie hier sehen. Und Sie eigentlich schon so ein bisschen wissen müssen, wie man eigentlich richtig sucht, damit Sie dann auch eine gute Suchanfrage formulieren können. Das Zweite, was wir bei den Datenbanken gesehen hatten, war, dass sie immer auf ein bestimmtes Themenfeld beschränkt sind. Es gibt auch Datenbanken, die nicht beschränkt sind auf ein bestimmtes Themenfeld, aber in dem Fall war es eben so,
dass die auf das Bibliothekswesen bzw. die Bibliotheks- und Informationswissenschaft beschränkt waren. Google Scholar deckt wissenschaftliche Inhalte in allen Fachgebieten ab. Also wenn Sie hier suchen, brauchen Sie nicht in einer Datenbank meinetwegen für Bibliotheks- und Informationswissenschaft, in einer für Kommunikationswissenschaft, in einer für Psychologie suchen, sondern Sie haben das alles zusammengefasst. Das ist das Ideal und Sie finden in Google Scholar tatsächlich also eine sehr, sehr große Menge von wissenschaftlichen Artikeln und Büchern. Also es ist auf jeden Fall eine Quelle, die sich lohnt. Es gibt allerdings auch ein paar Einschränkungen, die uns gleich sicher auch klarer werden, wenn wir hier uns die Suche genauer anschauen. Ich möchte mal mit einem Beispiel beginnen, indem ich eine Suchanfrage stelle und die Suchanfrage lautet Search Engines. Und Sie sehen, ich habe das gleich in Anführungszeichen gesetzt. Wir wissen ja, wenn wir möchten, dass Suchanfragen, die aus mehreren Wörtern bestehen und wir möchten, dass die in der richtigen Reihenfolge vorkommen und genau nebeneinander stehen, dann machen wir das mit den Anführungszeichen. Das habe ich hier gemacht. Schicke die Suchanfrage ab und Sie bekommen diese Suchergebnisseite. Und die schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, was wir hier eigentlich auf der Suchergebnisseite alles sehen können. Zunächst mal haben wir, wie bei Google üblich, so eine grobe Hochrechnung, wie viele Ergebnisse es gibt. 678.000, eine ganze Menge also. Und wir können uns erstmal fragen, naja, ist das jetzt realistisch für das, was wir gefragt haben? Wir haben eine sehr allgemeine Suchanfrage gestellt, von daher würde ich sagen, okay, das passt erstmal. Wenn ich jetzt sehr wenige Ergebnisse erhalten hätte, würde ich mir die Frage stellen, beispielsweise, ob ich mich verschrieben habe in der Suchanfrage, dass einfach nicht mehr rauskommen kann. Schauen wir uns als allererstes mal die Beschreibung der einzelnen Treffer an, was hier alles angegeben wird zu jedem Werk. Wir haben auf der einen Seite hier den Titel. Wir haben den Autor oder die Autorin in diesem Fall. Wir haben die Quelle, in welcher Zeitschrift oder welchem Buch dieser Artikel erschienen ist. Wir haben das Jahr und den Verlag bzw. die Quelle, woher diese Titelaufnahme kommt. Und dann haben wir so ein kleines Abstract, beziehungsweise Abstract kann man es eigentlich nicht nennen, sondern ein Ausschnitt aus dem Artikel, wo unsere Suchanfrage vorkommt. Und die ist nochmal fett hervorgehoben. Dieses Prinzip heißt Keywords in Context. Das heißt, dass unsere Suchanfrage uns im Kontext des Textes, in dem wir suchen, angezeigt wird. Damit können wir schon mal einen ganz guten Eindruck bekommen, ob das passt und wir diesen Artikel wirklich lesen möchten. In der unteren Zeile haben wir immer die Möglichkeit, den Artikel auf eine Merkliste zu speichern, direkt zu zitieren in unterschiedlichen Zitierformaten. Das sind zwei Themen, die uns jetzt erstmal nicht weiter beschäftigen. Wir werden uns nachher aber noch anschauen, was es hiermit auf sich hat, zitiert von, und dann steht hier eine Zahl. So viel sei gesagt, das sind die Artikel, die sich auch, also die später diesen Artikel zitiert haben, die sich also auf diesen Artikel beziehen. Wir haben die Möglichkeit, uns ähnliche Artikel anzeigen zu lassen. Und wenn es verschiedene Versionen dieses Artikels gibt, können wir uns die verschiedenen Versionen anzeigen lassen. Auch das zeige ich Ihnen gleich noch ausführlicher. Dann gibt es noch, sofern wir direkt ein PDF runterladen können, eine Angabe hier immer in der rechten Spalte. Da sehen wir, dass es ein PDF gibt und dass das PDF von auf einem bestimmten Server liegt, in dem Fall von einer Uni. Und wir es dort runterladen können. Also wenn wir hier draufklicken, bekommen wir direkt das PDF. Das ist nicht bei allen Artikeln der Fall. Wenn Sie den ersten nehmen, da gibt es kein direktes PDF. Sie kommen, wenn Sie draufklicken, direkt auf die Seite von dem Verlag. Und wenn Ihre Bibliothek das lizenziert hat, dann können Sie auf den Artikel zugreifen. Wenn nicht, müssten Sie sich einloggen oder bezahlen dafür. Schauen wir eben mal auf die linke Seite. Hier haben wir die Möglichkeit, unsere Suchanfrage weiter einzuschränken, also die Menge der Ergebnisse zu reduzieren. Und das ist ja eine relativ bequeme Möglichkeit, nachdem wir eine Suchanfrage abgeschickt haben, nochmal weiter einzuschränken. Wir könnten natürlich auch unsere Suchanfrage gleich so genau stellen, dass genau das rauskommt, was wir haben wollen. Aber ja, einfacher ist es oft, das auf diese Weise zu machen.
Also wir können beispielsweise sagen, wir möchten nur Artikel, die im letzten Jahr oder in diesem Jahr erschienen sind, seit 2020 also. Klick mal da drauf, wird es umsortiert. Sie sehen, ich habe wesentlich weniger Treffer, dafür sehr aktuelle natürlich. Gehe nochmal zurück. Die zweite Möglichkeit, oder wir können auch beim Datum hier einen genaueren Zeitraum auswählen und hier Jahreszahlen eintragen und dann suchen. Wir können diese Trefferliste im Gegensatz zur regulären Google-Suche umsortieren. Die ist im Moment nach Relevanz sortiert oder zumindest das, was das System für Relevanz hält. Also da kann man ja darüber streiten, was jetzt die relevantesten Treffer sind. Wir könnten das Ganze nach Datum sortieren, sodass die aktuellsten Artikel am weitesten vorne stehen. So, das habe ich jetzt einmal gemacht und Sie sehen hier, dass ein Artikel anscheinend vor 3 Tagen erst veröffentlicht wurde, also ganz frisch ist. Wir können die Artikel werden standardmäßig in allen Sprachen gefunden. Wir könnten jetzt sagen, wir möchten nur deutsche Artikel finden. Das ist bei einer englischsprachigen Suchanfrage jetzt nicht so sinnvoll, aber bei anderen kann das durchaus passend sein. Und wir können hier noch einschränken, dass wir nur Übersichtsarbeiten haben wollen. Übersichtsarbeiten sind Überblicke über den Stand der Forschung, was auf jeden Fall eine gute Sache sein kann, wenn wir nicht quasi klein-klein in die einzelnen Forschungsergebnisse reingucken möchten, sondern gleich einen Überblick haben wollen, dann kann es sinnvoll sein, hier entsprechend einzuschränken. So, das sind so die Standardfunktionen auf der Suchergebnisseite, die wir haben. Ich möchte Ihnen jetzt noch ein paar Sachen zeigen, die vielleicht erstmal ein bisschen versteckter sind und vielleicht auch nicht so intuitiv sind. Und als allererstes haben Sie ja bei dem ersten Treffer hier direkt unter dem Titel die Autorin stehen, Candy Schwartz. Und wenn die Autorin unterstrichen ist, können Sie draufklicken und bekommen so ein Profil der Autorin in diesem Fall und sehen alle Publikationen, die Google Scholar bekannt sind, die von dieser Autorin stammen. Können runterblättern, können es auch noch mehr anzeigen. Sie sehen, die hat eine ganze Menge veröffentlicht. Und eine gute Idee ist natürlich, wenn Sie einen Autor, eine Autorin gefunden haben, der oder die etwas Relevantes zu Ihrem Thema publiziert hat, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass diese Person nicht nur einen Artikel dazu publiziert hat, sondern wahrscheinlich mehrere. Wenn es so ein Autorenprofil gibt, und wichtig ist, das gibt es nur, wenn die Autoren selbst das bei Google Scholar angelegt haben. Wenn es so ein Autorenprofil gibt, dann können Sie hier zum Beispiel auch nach dem Jahr sortieren, indem Sie es anklicken. Und Sie sehen, was die Autorin in den letzten Jahren gemacht hat. 2018 wurde das letzte Mal was veröffentlicht und dann geht es immer weiter runter und Sie sehen hier eben aktuelle oder können aktuelle Literatur zu Ihrem Thema noch finden, indem Sie schauen, was bestimmte Personen noch gemacht haben. Muss nicht immer aktuelle Literatur sein, können natürlich auch weniger aktuelle Sachen sein, aber die Annahme für die Recherche ist hier, dass sie, wenn, oder dass wenn ein Autor zu einer bestimmten Sache publiziert hat, er mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch weiteres, zumindest in dem Themenumfeld, publiziert hat. Kennen Sie ja auch sonst, wie man sucht, dass man eben schaut, was die gleiche Person noch publiziert hat. Ich gehe nochmal zurück auf die Suchergebnisseite. Und hier sehen Sie beispielsweise bei Candy Schwartz oder auch hier Monika Hensinger, dass die Autorenprofile angelegt haben. Bei anderen Personen, hier Charles Oppenheim, sehen Sie, dass es kein Autorenprofil gibt. Da können Sie also nicht draufklicken. Natürlich sind trotzdem die Artikel dieser Personen in Google Scholar vorhanden. Ich möchte jetzt auf vielleicht die größte Stärke von Google Scholar kommen, neben der sehr, sehr großen Menge von Artikeln, die Sie hier finden, nämlich die Suche über die Zitationen. Wir nehmen mal den ersten Artikel und Sie sehen, dass der ja relativ alt ist, von 1998. Wir haben uns angeguckt, wie wir weitere, vielleicht neuere Artikel der Autorin finden. Aber wir können auch mal schauen, wer sich eigentlich auf diesen Artikel beruft. In der Wissenschaft ist es ja so, das kennen Sie, wenn Sie einen wissenschaftlichen Aufsatz haben oder eine Hausarbeit, dann steht am Ende eine Literaturliste
und die Literaturliste verrät uns, auf wen sich die Autoren beziehen. Und das heißt, wenn ich in meinem Aufsatz einen bestimmten anderen Aufsatz zitiere, dann sage ich ja irgendwie, ja, dieser Aufsatz ist wichtig für das, was ich mache. Und Sie können damit herleiten, dass eine bestimmte thematische Verbindung zwischen den beiden ist, auch wenn ich vielleicht vollkommen andere Begriffe verwende und Sie mit einer Suchanfrage, mit einem Begriff diesen Aufsatz gar nicht finden würden. Und was Google Scholar macht, das gibt es auch in anderen Datenbanken, wird uns noch beschäftigen, ist, dass Sie sich anschauen, nicht nur, was steht in den Literaturlisten, sondern quasi, wenn Sie die gesamte Menge der Literatur kennen, das Umgekehrte machen, in welchen Literaturlisten steht dieser Aufsatz, der hier angeführt ist. Und damit können wir quasi eine Reise in die Zukunft von diesem Artikel aus machen, denn dieser Artikel kann ja nur zitiert worden sein von Artikeln, die neuer sind als 1998. 1998 ist er erschienen. Dann können andere Wissenschaftler auf diesen Artikel Bezug nehmen, ihn zitieren in ihren Arbeiten. Das muss aber natürlich später passieren. Sie können den Artikel ja nicht zitieren, bevor er überhaupt existiert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir klicken einmal drauf auf zitiert von und sehen jetzt 209 Ergebnisse. Und wenn Sie sich die genauer angucken, ja, gucken wir uns mal eins einfach als Beispiel an. Hier haben Sie den Artikel. Der ist jetzt prompt ein schlechtes Beispiel, weil er gar nicht vollständig hier drin ist. Ich probiere es mal mit dem anderen hier. Sie sehen, das ist jetzt ein Artikel aus dem Jahr 2005. Ich gehe ganz ans Ende des Artikels, schaue in die Literaturliste und schaue mal hier bei Schwarz, Candy Schwarz, und Sie sehen, dass dieser Artikel hier zitiert wird in dem neueren Artikel. Das hat Google Scholar ausgewertet und kann mir also die Liste aller Artikel zeigen, die diesen Artikel zitiert haben. Und wenn ich jetzt noch weiter einschränken möchte, beispielsweise nach dem Jahr, also welche aktuellen Artikel zitieren den eigentlich, kann ich das hier auch noch anklicken und hätte noch Ergebnisse von 2020 und 2021. Also Sie sehen, dass man mit Google Scholar auf der einen Seite suchen kann und auf der anderen Seite in den Ergebnissen navigieren kann. Es kann also sehr sinnvoll sein, wenn wir uns, wenn wir einen bestimmten Artikel gefunden haben oder wir kennen schon einen bestimmten Artikel, den bei Google Scholar zu suchen und dann mal drauf zu klicken, wer den zitiert hat, um aktuellere Literatur zu finden. Das ist jetzt sozusagen der super Trick für alle Hausarbeiten, dass Sie vielleicht von Ihren Dozenten Artikel oder Bücher auch empfohlen bekommen. Die sind schon ein paar Jahre alt und Sie wollen wissen, was gibt's Neueres zum Thema. Suchen Sie nach dem Artikel, nach dem Buch, klicken Sie auf zitiert von, dann sehen Sie, wer sich auch mit dem Thema aktueller noch auseinandergesetzt hat. So, jetzt schauen wir uns noch an das Thema ähnliche Artikel. Ähnliche Artikel können Sie einfach draufklicken und Sie bekommen eine Liste von ähnlichen Artikeln. Als erstes immer den Artikel selber nochmal. Dann bekommen Sie weitere Artikel. Das ist ein Ähnlichkeitsalgorithmus von Google, der hier eingesetzt wird. Ich persönlich benutze es kaum, aber also man kann durchaus auch relevante Literatur so nochmal finden. Gehen wir nochmal zurück und schauen uns an die unterschiedlichen Versionen. Google Scholar klaubt sich die Artikel ja sozusagen im Web zusammen und von den Verlagsseiten. Das kann also sein, dass ein Artikel auf unterschiedlichen Servern vorhanden ist. Das sehen Sie hier hinten immer, dass es eben unterschiedliche Quellen gibt, die offensichtlich diesen gleichen Artikel haben. Und wenn Sie jetzt eine bestimmte Version davon sehen wollen würden, könnten Sie da entsprechend draufklicken. Das ist manchmal sinnvoll, wenn Sie keinen Zugang zu den PDF-Dokumenten haben, weil die nicht lizenziert sind von der Bibliothek. Dann können Sie unter Umständen hier noch einen Volltext finden. Bevor wir diese Suchergebnisseite verlassen, möchte ich Ihnen noch einen Punkt zeigen. Das kennen Sie schon aus der allgemeinen Google-Suche. Es ist ein bisschen versteckt, wenn Sie hier oben auf dieses Menü gehen, in der linken oberen Ecke, dann finden Sie hier im Menü noch eine erweiterte Suche. Die geht also ein
Kasten hier auf und Sie sehen hier das, was Sie schon von der erweiterten Suche in Google kennen. Sie können Artikel finden mit allen Wörtern, also die Standardsuche mit der genauen Wortgruppe, das ist das, was ich gemacht habe, mit den Anführungszeichen und so weiter und so weiter. Sie können nach Jahren einschränken, nach Autoren und nach den Zeitschriftennamen. Und damit haben Sie eine Möglichkeit, schon bevor Sie eine Suchanfrage abgeschickt haben und eine Trefferliste erhalten haben, Ihre Suche schon mal zu qualifizieren und sehr viel genauer zu suchen. So, jetzt verlassen wir einmal die Live-Suche in Google Scholar und ich möchte Ihnen noch ein bisschen was dazu sagen, was der grundlegende Unterschied ist von Google Scholar zu den Datenbanken, die wir bisher behandelt haben. Wir haben ja in der letzten Einheit die beiden Datenbanken DABI und Lista angeguckt, die jeweils auf das Fach Bibliotheks- und Informationswissenschaft beschränkt sind. Demgegenüber steht Google Scholar als eine multidisziplinäre Datenbank, die also nicht fachlich beschränkt ist, wo Sie Artikel aus allen Bereichen finden können. Es ist weder so, dass das eine das Gute ist und das andere das Schlechte, noch umgekehrt, sondern es ist je nach Zweck sehr unterschiedlich. Manchmal möchte man speziell in einem Bereich recherchieren, manchmal ist es sehr sinnvoll, einen Überblick über verschiedene Bereiche zu bekommen. Es kann aber auch sein, dass Sie eben, wenn Sie in so einer multidisziplinären Datenbank suchen, sehr viel Ballast aus anderen Fächern haben und das ist einfach nicht das, was Sie interessiert und dann ist es durchaus sinnvoll, mit so einer fachlichen Datenbank zu arbeiten. Darüber werden wir aber auch noch in anderen Einheiten ausführlicher sprechen. Dann hatten wir gesehen, ich gehe vielleicht nochmal rüber in die Recherche, was wir hier an sogenannten Abstract haben, also die Kurzzusammenfassung der Artikel. Wenn Sie das, was Google Scholar uns hier liefert, vergleichen mit dem, was wir in den Fachdatenbanken gesehen haben, dann ist es hier in Google Scholar schon sehr schwach. Also kleine Textschnipselchen statt wirkliche Zusammenfassungen, teilweise sogar sowas Chaotisches wie hier, womit wir nichts anfangen können. Und das schränkt natürlich die Nützlichkeit von so einer Suchmaschine extrem ein. Großer Vorteil dagegen ist, dass Google Scholar uns ein Ranking anbietet, auch wenn wir es nicht genau durchschauen können, wie da eigentlich genau gerankt wird, was die Kriterien sind. So hilft es uns doch speziell bei einfachen Suchanfragen schnell zu guten Ergebnissen zu kommen. Ein weiterer Unterschied ist, dass in den Fachdatenbanken die Zeitschriften, die dort ausgewertet werden, auch wenn es wie im Fall DABI zum Beispiel relativ wenige sind, dass diese Zeitschriften wirklich vollständig ausgewertet werden. Sie können sich also sicher sein, wenn eine Zeitschrift in so einer Datenbank ausgewertet wird, dann ist auch tatsächlich jeder Artikel oder jeder Artikel zumindest, der einen bestimmten Umfang hat, mit in der Datenbank. Also kleine Nachrichtenmeldungen, die sind oft nicht mit dabei, aber die ganzen wissenschaftlichen Artikel sind drin. Bei Google Scholar haben wir keine Garantie, dass tatsächlich von den Zeitschriften jeder Artikel erfasst ist. Also wir können schon mal sehen, wenn wir Vollständigkeit erreichen wollen, dann ist Google Scholar nicht die richtige Wahl. Ist vielleicht eher die richtige Wahl, um ein paar wichtige Artikel zu identifizieren. Entweder ein paar passende Artikel einfach, wir brauchen irgendwas, um uns über ein Thema zu informieren. Das kann vollkommen oder ist vollkommen okay, mal ein, zwei Artikel zu lesen, um ein bisschen Überblick zu bekommen. Es kann sein, wir brauchen nur ein paar wichtige Artikel, dann können wir uns angucken, welche Artikel viel zitiert werden zu einem Thema. Können danach gehen. Wir brauchen ein paar aktuelle Artikel, können wir die Zeit einschränken oder können uns angucken zu einem thematischen Artikel, wie ich es Ihnen gezeigt hatte, den wir schon kennen, welche neueren Artikel den zitieren. Also ist eigentlich so eine andere Art der Suche, die hier sehr gut möglich ist. Und damit haben wir so ungefähr die Unterschiede zwischen den Fachdatenbanken, die wir bisher behandelt haben, und Google Scholar erfasst. Nochmal, es geht nicht darum, dass das eine die gute Variante ist der Recherche und das andere ist irgendwie alles schlecht, überhaupt nicht, sondern man muss natürlich wissen, zu welchem Zweck man was verwendet.
Schauen wir zum Abschluss nochmal auf die Taxonomie der Online-Informationen. Wir haben ja diese übliche Unterteilung. Wir haben die Sachen, die im Web sind und die Sachen, die über das Web erhältlich sind. Und die Frage ist natürlich, wo steht jetzt Google Scholar? Und Google Scholar steht in der Mitte bei den Hybrid-Systemen. Das sind Systeme, die sowohl Inhalte aus dem Web als auch Inhalte, die via Web erhältlich sind, auswerten und die entsprechend zusammenführen. Google Scholar schaut sich an die Seiten von Verlagen, die Seiten von Hochschulen oder auch von einzelnen Wissenschaftlern und glaubt von überall dort die Publikationen zusammen. Also nimmt Inhalte aus dem Web, aber greift auch auf die Datenbanken der Verlage zu und das sind eben dann Inhalte, die via Web erhältlich sind, Bestandteile des Deep Web. Und die werden beide zusammengeführt und eben in diesem Hybrid-System durchsuchbar gemacht. Sie sehen also, die Kästchen füllen sich langsam. Wir haben noch eine weitere Art von System hier kennengelernt. Wenn Google Scholar ein System wäre, was nur die Webinhalte hätte, dann wäre es ja quasi nur eine Untermenge der Inhalte, die wir in dem normalen Google finden können. Das ist es nicht, sondern es ist tatsächlich eine Spezialsuchmaschine, die mehr Inhalte bietet. Wenn es nur die Sachen wären aus den Verlagsdatenbanken, dann könnte uns Google Scholar nicht den Zugang auf die im Web verteilt vorliegenden Artikel bieten. Zusammengefasst möchte ich einmal sagen, dass Google Scholar sich gut eignet für die Suche nach Inhalten aus ganz verschiedenen Fachgebieten und auch um die Fachgebietsgrenzen hinweg. Ich kann das selber aus meiner Erfahrung sagen, die Forschung, die ich mache, ist so an der Grenze zwischen Bibliotheks- und Informationswissenschaft, Informatik und Psychologie. Da kann ich viel suchen in Fachdatenbanken und werde erst in unterschiedlichen Fächern eben unterschiedliche Literatur finden. Wenn ich eine multidisziplinäre Suchmaschine oder Datenbank verwende, wie es beispielsweise Google Scholar ist, dann spare ich mir in mehreren Datenbanken zu suchen, sondern kann eben durch eine Suche die unterschiedlichen Fachgebiete abdecken. Google Scholar erlaubt uns neben der Recherche auch die schnelle Beschaffung von Literatur. Oft ist es ja so, wir haben eine Literaturangabe gefunden oder es wurde uns was empfohlen, was wir lesen sollen. Wir haben aber keinen Zugang zu dem Volltext. Dann ist Google Scholar immer eine gute Möglichkeit, Zugänge zu finden, was nicht bedeutet, dass wir nicht in unserer eigenen Bibliothek gucken sollten. Aber oft verweist uns Google Scholar ja auf die Verlagsangebote. Wenn Sie darauf verlinkt werden und Sie haben sich eingeloggt über VPN bei der HAW oder Sie rufen das von einem HAW-Rechner aus auf, dann haben Sie oft eben Zugang auf die Volltexte, die Sie sonst nicht bekommen würden. Ja, oft ohne es überhaupt zu merken, dass im Hintergrund jemand für Sie bezahlt hat, dass Sie diese Inhalte lesen können.